Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pioneers of Pagonia. So, kurze Kontrollblicke hier Richtung Kamera. Alles soweit in Ordnung. Oh, sieht gut aus. Bin hier so ein bisschen versetzt, weil das mir immer noch nicht so hundertprozentig so war, wie ich mir das, oder noch nicht hundertprozentig so ausgerichtet war, wie ich mir das so vorgestellt habe, hatte und wie auch immer. So, wir haben hier eine Holzwerkstatt, die hat im Augenblick nichts zu tun. Was können wir denn der Gutes tun? Moment mal, da war doch irgendwas mit Fackeln. Sollten wir nicht irgendwie 15 Fackeln oder irgendwie sowas herstellen und so? Ich bin mir nicht gar nicht so sicher. Diese tollen Zahnräder brauchen wir auch irgendwann mal. Holzschild, Jagdbogen. Ja, später. Holzspeer brauchen wir erstmal nicht. Wie gesagt, Jagdbogen eventuell. Ich mache erstmal die Fackeln und wir machen erstmal da die Zahnräder. Da ist der erstmal ausgelastet. Erstmal. Und gut ist. Dann habe ich ja hier noch... was bieten die denn Schönes an? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Na gut, Kohle ist in Ordnung. Dann habe ich hier noch irgendwie, weiß ich nicht, was ist da? Steinpilze und Himbeeren. Wir machen beides. Okay. Ja, auch. Ja. Da kann ich mit leben. Das kann so bleiben. Ja, ist doch gut. Ist doch schön. Sehr cool. So. Ich meine, sonst hätte ich das zweigeteilt. Ne? Der eine und so. Ne? Das ist aber so. Jeder zu zweit. Ich lerne ständig dazu. Okay, so, Marktstand funktioniert. Brauchen wir nicht noch eine... Ach, die wohnen... ich hab's geahnt. Sie ist gerade, wir brauchen auch noch einen weiteren Brunnen. Logischerweise. Moment. Wo war der? Nahrung. Brunnen. Den kriege ich hier natürlich jetzt nicht hin. Dann setze ich den da ein. So. Brunnen. Achso, ich hatte hier überlegt, ne, von wegen. Gedingse und so. Nehmen wir doch einfach mal. Pause. Auch Pause, wo ist der dritte? Da. Da, immer noch. So. Alle drei im Pausemodus. Der hat davon jeweils 16 und dann hat er noch mal das Holz. Naja gut, das wäre jetzt nicht so ein Chaot-Kriterium. Da kann man immer noch mal ran. Ein Lager und noch ein Lager. Erstmal so Holz und da kommt dann die Nadelholzstämme rein, nochmal Holz und dann hier für die Laubholzstämme und dann hoffe ich, dass die das Ding hier leer machen. Ich könnte natürlich hingehen, warte mal. Kriege ich da noch ein weiteres Lager hin oder wird das zu eng? Das klappt nicht, aber hier. Ich könnte natürlich hier noch ein Lager hinsetzen und sagen Holz und dann Feuerholz. Gucken wir mal. Okay, ja, Wohnhäuser, das ist natürlich jetzt die Herausforderung schlechthin. Wir brauchen nochmal 5. Ja, genau wie beim letzten Mal.
Da. Moment, Moment, Moment. Wohnen, 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 wohnen war irgendwo hier, genau. Kriege ich ja nirgendwo hin. Der ist nicht so dülle. Ich habe hier keinen Platz mehr. Yeses. Ja, das ist natürlich jetzt toll. Ganz toll. Vor allen Dingen das Wohnhaus oder die Wohnhäuser vielmehr, die müssten in der Nähe, also im Einzugsbereich der Taverne sein. Moment, wie sieht es hiermit aus? Würde das reichen? Natürlich nicht. Würde ich hier, ja, aber kriege ich keine Stück hin. Das ist alles nicht so dulle. Oh, oh. Das hatte ich in der anderen Folge besser im Griff. Hier mit dem, das mit dem Weg anders machen müssen. Oder mit der Farm hier. Irgendwas ist jetzt hier vollkommen falsch gelaufen. Das ist nicht gut. Das ist so gar nicht gut. Vor allen Dingen muss ich die auch irgendwie, ne, mit einer Straße und so in Verbindung bekommen. Warte mal. Fünf Stück. Eins, zwei, drei, vier. Ja, fünf so, ne, mit viel Augen zudrücken. Hier irgendwie noch eine Straße durch. Theoretisch ja. Und wie sieht es jetzt hier mit den Häusern aus? Moment, erstmal auf die Taverne. Ich müsste hier noch mal so einen Weg runterziehen. Also da würde es gehen, hier schon nicht mehr. Also wenn ich jetzt hier ein Wohnhaus hinsetze, kann es passieren, dass das schon gar nicht mehr, oder hier, ne, dass das schon gar nicht mehr im Einflussbereich der Taverne liegt. Ich hätte dann die Taverne doch mehr nach hinten rein ziehen müssen, hätte die dann, dadurch wäre aber noch mehr Platz verloren gegangen. Kriege ich zumindest ein Wohnhaus hier irgendwie hingesetzt und auch mit dem Weg irgendwie verbunden? Also der sagt hier so wegetechnisch, nö, da geht nichts. Das ist jetzt aber ganz großer Käse. Da geht auch nichts. Würde bis dahin einen Weg hinbekommen. Jetzt nur mal so mal angedacht. Ah! So, nur mal jetzt so spaßeshalber angedacht. Bis dahin bekäme ich einen Weg hin. Moment. Dann machen wir das Ganze doch direkt weiter. Spinnen wir den Gedanken einfach mal weiter. Ich ziehe
Dann hier ein Weg hin. Ungefähr so. Kannst du da mal aufhören, damit rumrennen und so irgendwas. Hä? Da geht's dann nicht mehr. Okay. So. Das ärgert mich, dass das hier komplett totes Gebiet ist. Das macht es noch wichtiger, dass das hier alles wegkommt. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Okay. So, Bevölkerung, genau, Wohnhaus. Kriege ich hier eins dran? Zwei. Verdammt. Wenn ich da auch noch eins hinsetze, dann wären es immerhin schon 3 von 5. Und das. Oh. Oh, man muss auch mal Glück haben. Also immerhin schon mal 3. Okay. Dann. Ein Urlaub, bin ich falsch. Ich muss hier. Oh. Hier würde ich eins hinbekommen. 4. Und Nummer 5. Und die werden alle im Einzugsbereich der Taverne, wenn ich das richtig sehe. Oh, Glück gehabt. So, Moment, Wohnhäuser, bla 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 bla, was? So. 3 bis 5, jo. Aber im Auftrag. Iuiuiuiui. Okay. Da sind jetzt noch 2 Nadelholzstämme, 3 Laubholzstämme. Feuerholz ist komplett weg. Wie sieht's hier aus? Das habe ich befürchtet. Ja, die holen sich auch die Sachen woanders und dann bleibt dann da unter Umständen immer ein bisschen was übrig. Ja, die haben jetzt hier die anderen Lager geplündert. Ja, sieht man hier zum Teil. Man, klar, ein Teil ist auch jetzt verbraucht worden, dadurch, dass jetzt hier nichts mehr abgeholzt wird, die alle hier im Pausemodus sind. Ich setze schon mal das Forsthaus wieder in Betrieb. Wo habe ich da den Fokuspunkt? Ah, da ist gut. So. Ja, hier mit der Straße war erst anders gedacht, aber gut, dass ich sie trotzdem gebaut habe. Dort scheint sich jetzt hier als Versorgungsweg, als Alternativweg sozusagen ganz gut zu etablieren. Die ersten Wohnhäuser werden fertiggestellt und nicht. Die sind zwar nah dran, aber da dauert noch ein bisschen. So. Gut. Immerhin, Feuerholz ist da komplett weg. Aber die Baumstämme werde ich wohl nicht mehr wegbekommen. Ja, das ist also so. Beispielsweise, wenn ich jetzt ein Sägewerk Holz brauchen würde, dann würden die Träger hingehen und erst einmal alles, was noch irgendwie an Holz da ist. Ich meine, gut, jetzt haben sie hier, das Sägewerk. Genau, die würden erstmal alles irgendwie raussaugen hier aus den Holzfällerhütten, bevor die irgendwie hingehen und irgendein Lager plündern. Ja, das Lager würden die also erstmal unangetastet lassen, soweit ich das bis jetzt so festgestellt habe. Ja, die haben da so eine etwas eigenartige Logik, aber nun gut, ist halt wie es ist. Ich überlege gerade, Moment mal, wo habe ich das Sägewerk? Da ist das Sägewerk. Ich habe hier ein Lager für die jeweiligen Holzbalken, aber ich habe hier kein Lager für
Die Stimme, die hatte ich ja damals hier nochmal erstmal sein lassen. Ich dachte irgendwie, komm, wir sollten eigentlich hier vollkommen reichen. Ich wollte das halt nicht übertreiben mit den Lagern. Aber vielleicht macht es trotzdem Sinn, jetzt zu sagen, komm, ne, egal. Also, okay. Dass ich hingehe. Hier beispielsweise ein Lager mache. Für die Nadelholzstämme. Und dann noch nach einem Lagerpuppe für das Laubholz. Hier beispielsweise ist es egal. Moment, was habe ich da? Achso, das sind die Balken, das ist auch in Ordnung. So, Moment. Mal drehen. So, auch hier nochmal Holz. Und für das Laubholz. So, haben wir das. Ob das was bringt, weiß ich nicht. Aber dann haben wir wenigstens noch mal so ein bisschen Lagerbestand zusätzlich und das kann ja auch nicht schaden. Oh, ja, sehr cool. Die Wohnhäuser sind fertig. Dampfen auch alle lustig vor sich hin. Das heißt, hier ist auf jeden Fall schon die Situation so, dass die also auch wirklich gebraucht werden und genutzt werden. Also gebraucht sowieso, aber auch genutzt werden. Ist die Frage, man sieht hier, benötigte Genussmahlzeiten pro Neugeborenes 10. Ich hatte das jetzt hier angeklickt und da sind wohl Leute unterwegs. Oder sind das die Leute, die da wohnen? Das ist die Frage. Moment mal. Denn unterwegs ist da erstmal keiner. Das ist ein ganz normaler Träger, glaube ich. Ne? So, mal gucken. Genau. Das sind die Träger, die da wohnen. Das sind nicht die Leute, die da entsprechende Mahlzeiten versorgen. Da sind es zwei, da sind es auch zwei. Da ist nichts. Okay, ich warte mal ab. Ich warte mal ab, wie sich das hier so weiterentwickelt. So. Werkzeug, Schmiede, Schneiderei wieder haben. Erhöhe die Bevölkerung auf 500, das haben wir geschafft. Sehr schön. Meilenstein Bevölkerung ist sozusagen abgeschlossen. Das ist schon mal nicht schlecht. Weberei brauchen wir. Wir brauchen alles. Okay. So, wie weit sind wir hier mit dem Lagerbau? Lager sind fertig, da wird auch schon eifrig Holz angeliefert, aber wohl nicht aus dem Bereich, den ich ganz gerne hätte, nämlich von hier. Die anderen Holzfällerhütten sind auch noch alle deaktiviert. Ja. Okay. So, war das mit dem? Und Forsthaus ist eifrig dabei, den Waldbestand wieder aufzuforsten. Was man den noch bald nennen kann. Jo. Ah.
Immerhin ein Laubholzstamm weniger. Zwei weniger. Und dann sind die schon mal weg. Das ist cool. Mit den Nadelhölzern tun wir uns noch ein bisschen schwer. Plus 25. 9 plus 17. Ja, und da gehören die beiden damit dazu. Das ist schon mal nicht schlecht. Das freut mich. Das ist wenigstens schon mal das mit dem... Ja, sind die Laubhölzer, die sind dann schon mal hier alle gerettet. Das gefällt mir. Da wird schon mal eins weggetragen. Sehr, sehr cool. So, die sind komplett weg. Ja gut, zwei Nadelhölzer wäre zu verschmerzen. Also ich sehe es nicht so, dass wir hier irgendwie holztechnisch vollkommen da niederliegen. Ganz im Gegenteil. Also da haben wir einiges. Das sieht ganz gut aus. Das gefällt mir. Sehr schön. Gut, dann haben wir einen Bereich schon mal soweit gerettet. Die entsprechenden Ressourcen gerettet. Und ja, dann sehen wir mal zu, was wir so in der nächsten Folge noch so alles anstellen werden. Ich bedanke mich für eure Unterstützung, für euer Dabeisein. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, alles Gute und genießt die Zeit.